Aus dem Lager wollte ich mir eigentlich deine klauen. Aber mein Inventar ist voll, was zur Folge hat, dass ich erstmal ein paar Sachen weglegen muss. Aber ich habe keine Ahnung, wohin oder was oder wo. Ich kann ja erstmal was grillen. Zum Beispiel diesen Silberklumpen, von dem ich nicht mal so genau weiß, wo ich den hab. Moment mal. Sortiere mir das gerade mal ein. Salpeter. Auch den habe ich, glaube ich, irgendwo her gezizzelt. Habe ich nicht irgendwo... Genau, sowas Tolles hier. Wo, was ich auch immer mit den Dingen will. Hier, Blattwerch. Loser Stein. Es gibt so viel Blödsinn in diesem Spiel. So viel schönen, kreativen Blödsinn. Holzzeug, Grobstein, da kann ich jetzt schon mal ein paar mitnehmen. Sollte euch die Audioqualität dieser gar wunderschönen Aufnahmen nicht so sehr zusagen wie sonst, ist auch das noch so ein bisschen in Umbruchphase. Ich habe noch ein nicht ganz so hochwertiges, möchte sagen billig Headset auf dem Kopf. So ein uralt Ding und so. Also wirklich nicht schön, das fachmännisch auszudrücken. Das tausche ich noch irgendwann durch, demnächst. Deswegen jetzt nochmal kurz Ohren zu und durch, wobei bitte nicht ganz durch, weil dann hört ihr mich ja nicht. Wäre ja auch schade. Für die meisten. Gut, das soll erstmal reichen. Ich habe jetzt irgendwie keine Lust, noch mehr einzusortieren. Das mache ich vielleicht mal irgendwann auf Screen. Und dann würde ich sagen, wir nutzen das Tageslicht und stürmen zurück. An unsere... Das sieht gar nicht mal so übel aus von hier. Vielleicht sollte man dann nochmal irgendwie einen Kontrast schaffen, irgendwie. Vielleicht dann auch wirklich mit Stein, das überlege ich mir noch. Aber in erster Linie sieht das erstmal gar nicht so übel aus. Oder man nimmt wieder Rohholz. Gar nicht Holzplanken, sondern Standardholz. Was würde denn da gut aussehen? Eher Stein, glaube ich. Eher grau anstatt braun. Da hoch und da das gleiche. Ach... Wenn man die Wahl hat, ne? Ist ja oft im Leben so. Hier wollte ich doch noch das hier tun. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Wir tun einfach mal so, als hätten wir das nicht gesehen. Auch wenn ich normalerweise zu den Menschen gehöre, die sehr gerne und sehr viel Rohstoffe aus dem Berg zisseln, aber weiß ich nicht. Da habe ich gerade keine Verwendung für. Und wenn ich das wirklich mal irgendwann brauchen sollte, habe ich eh vergessen, wo es war. Von daher kann ich auch gleich so tun, als hätte ich es nicht gesehen. Nein! Na, ich hasse diese... Diese blöden Steinknaufe, die ich dann immer daraus ziehe. Die nehmen einen Platz im Inventar weg und man kann sie nur als Kletterstufen benutzen. Diese Kiste ist voll. Kann ich noch irgendwas drauflegen irgendwo? Nö. Höchstens. Nee, auch der Sand ist voll. Kies ist auch voll. Alles voll. Mist. Erstmal noch ein bisschen für Licht sorgen. Die Wand müsste ich ja eigentlich dann auch noch ersetzen, ne? Zum Teil. Machen wir das gerade mal. Aber ich lasse so einen Rahmen da. So einen Feinstaubrahmen. Oh ja, Feinstaub. Das ist ja auch. Das kam gerade spontan, aber das kann man ruhig mal machen. Stuttgart. Was? Stuttgart? Stuttgart hat ja so eine Art freiwilligen Kontroll... Blablabla. Also in Stuttgart war Feinstaubalarm. So viel zur Theorie. Und man hat gesagt, ja, wäre halt geil. Also man hat sich an die Bevölkerung gewendet und hat gesagt, wäre halt super klasse, tüfte toll, wenn ihr jetzt mal so nicht mit dem Auto fahren würdet, wegen Feinstaub. Und die Quelle liegt hier bei Extra 3, beziehungsweise bei deren Quellen, denn dort habe ich es gehört. Da haben sich 5% aller Autofahrer dran gehalten. Waren es 5%? Ich meine ja. Das heißt, um auch weiterhin die Sendung mal zu zitieren, die Sonderzüge waren leer und die Fahrradwege auch und die Straßen weiterhin voll. Schade, hat nicht funktioniert. Was will man machen? Auch Bier bekommen, habe ich heute in der OP gelesen, in unserer Kreisstadt im Sommer oder ab April sogar. Ich habe das Datum vergessen. Sagen wir einfach mal, denn das ist weniger gelogen oder weniger falsch, später. Auch wir bekommen im Laufe des Jahres eine Umweltzone in unsere Kreisstadt gedonnert. Das heißt, grünes Plakettchen oder draußen bleiben. Ja, war bisher nicht so. Ich weiß nicht, aus welcher Ecke ihr kommt und ob das da schon so ist. Bei uns wird es dann jetzt zukünftig so sein. Und, naja. Schön ist das natürlich nicht, wobei...
man eh schon so ein bisschen, also ich sag mal so, die Grünen, die ich tendenziell auch mit Betonung auf tendenziell nicht so schlecht finde, weil wegen, naja, ich glaube aus dem Thema Umweltschutz sind sie aber auch irgendwie so ein bisschen rausgewachsen. Zumindest hat man jetzt nicht so gefühlt, das Gefühl, dass da noch so viel passiert. Aber zumindest was diese besagte Kreisstadt angeht, ach, was soll der Quatsch, Marburg halt, ich meine, ich twitter ja auch immer über das Tierheim, da kann ich ja auch sagen, wo das ist. Was soll denn das, ja, von wegen Anonymität und so, Mann. Da ist halt so, dass die Autos aus der Innenstadt verschwinden sollen. Das ist ein gesetztes Ziel der Marburger Stadt, Parlament, Gedöns, keine Ahnung, wer da eigentlich so gerade federführend ist. Der Grünen, soweit ich weiß. Und aber irgendwie scheint dieser ganze Plan nicht so ganz durchdacht. Denn jetzt akut betrifft es mich ja auch wieder. Um diesen Zweck umzusetzen, also Marburg hat ein sehr gutes Nahverkehrssystem, definitiv. Also es gibt ganz tolle Busverbindungen. Man kommt eigentlich überall hin, so ein bisschen gut. Wenn man jetzt gerade am Wochenende unterwegs ist, könnten die Busse eigentlich ruhig nochmal so Sonder-Special-Busse nachts wären vielleicht nicht so schlecht für die eine oder andere Ecke. Es gibt zum Beispiel einen. Ach, wie heißt denn dieser blöde Berg da oben? Ist auch egal. Es gibt so eine abgelegene Ecke. Da ist es zum Beispiel relativ schwierig, nach, ich glaube, 11 oder 12 Uhr noch hinzukommen, weil da fährt der letzte Bus und dann ist Schicht im Schacht. Und das ist auch wirklich derart abseits und bergauf und überhaupt sowieso. Also man müsste quasi durch den Wald rennen, dass es völlig unattraktiv ist, da zu sagen, komm, wir bleiben noch in der Stadt. Sondern wer da oben wohnt, fährt, nimmt entweder später ein Taxi für teuer Geld. Marburg als Studentenstadt, denn ja, Taxis sind nicht im Studententicket mit drin. Das hat die AStA bisher noch nicht durchgekriegt. Ja, oder man sagt halt wirklich, okay, die Party ist super, aber man soll ja bekanntermaßen gehen, wenn es am schönsten ist. Tschüss! Es hat nicht sollen sein, bis zum nächsten Mal oder rein. Vielleicht liegt mir das Reimen doch gar nicht so wenig. Vielleicht sollte ich da mal Kurs besuchen oder so. Ja. So ist das und so kann das sein. Und Marburg hat halt auch das Problem, dass entsprechend der Klausel, Autos sollen aus der Innenstadt verschwinden, versucht man halt dem Menschen so ein bisschen, wie soll ich das jetzt mal sagen, aufzuzwängen. Über, womit zwängt man Menschen Dinge auf? Selbstverständlich übers Geld. Über Parkgebühren, höhere Parkgebühren und hinzu kommt nicht nur höhere Parkgebühren, sondern auch teuer werdendere. Habe ich gerade teuer gesagt? Nein. Verschwindende Parkplätze. Es gab mal eine Straße oder einen Parkplatz an dem Ufer der Lahn, die da so durchdonnert. Mit Betonung auf gab. Das war, ich glaube, mit einer der größten Parkplätze in Marburg. Und da kam auch Kohle bei rum, also es war mit Parkuhr und Blablabla und überhaupt. Und da hat man einfach gesagt, ne, solange der Parkplatz besteht, wird man immer von außen stehenden, werden immer Außenstehende zur Arbeit oder zum Vergnügen nach Marburg kommen und dort parken, nachdem sie durch die Innenstadt gefahren sind. Und das kann so nicht sein. Marburg soll ja autofrei werden. Die Parkplätze kommen weg. Und dann sind wirklich, ich habe sie nie gezählt, aber wenn ich jetzt schätzen müsste, 150 bis 200 Parkplätze verschwunden. Jetzt sind das aber nur in der Theorie Parkplätze gewesen, die von Außenseitern in Anführungszeichen genutzt werden. Und viel eher auch Parkplätze gewesen, wo Anwohner sich einfach mal mit einem Dauerparkausweis hingestellt haben. Und also Anwohnerparken kennt man ja den Begriff. Und die gucken jetzt natürlich seit einigen Jahren, seit der Parkplatz weg ist, so ein bisschen in die Röhre, denn die müssen zusehen, dass sie einen Parkplatz finden in den wenigen verbliebenen Parkplätzen, die es noch gibt. Weil die Anwohner, das ist ja das Perfide dann auch, die Anwohner parken Parkplätze. Gott, ist auch kompliziert, sind ausgeweitet worden. Das heißt, wenn du in der Straße X wohnst und durch den Parkplatzschwund ist quasi gesagt worden, okay, wenn du da keinen Parkplatz findest, dann darfst du halt auch in der Straße Y, in der Straße Z und in der Straße W, also in anderen Straßen parken, damit du dein Auto überhaupt abstellen kannst. Ja, das ist super klasse, toll, diese Überlegung. Nur ist die leider ein bisschen sehr, sehr kontra.
wenn man bedenkt, dass man dann nachher, weiß ich nicht, einen halben Kilometer oder meinetwegen auch sogar einen Kilometer dann nach Hause laufen muss. Eine Mutter mit einem Kind oder eine Mutter mit einem oder ein Vater mit Einkäufen, mit schweren Einkäufen, Wasserflaschen und so, der läuft sicherlich keinen Kilometer bis nach Heim. Weil er sein Auto nicht vor der Haustür parken konnte, weil da meinetwegen schon 100 Leute stehen. Und ja, man argumentiert dann immer wieder, ja, das wäre ja gar nicht notwendig, denn es gibt doch Park-and-Ride-Parkplätze direkt am Ortseingang. Mit die, wo von dort aus fahren dann Busse und, ja nee, Busse in den Stadtkern und man käme ja überall hin und das wäre ja alles so einfach und ja, ja. Das ist aber einfach nicht die Frage. Die Frage ist, es geht nicht um die Einfachheit. Es geht um die Bequemlichkeit. Ich mache ja eine Sache nicht, beziehungsweise ich verzichte ja nicht auf eine Sache, weil sie einfach oder nicht einfach ist. Ich verzichte ja auf eine Sache, weil, ich sag mal so, sich Blut abnehmen lassen ist auch ein furchtbar einfacher Prozess. Man setzt sich hin, streckt den Arm aus und wartet. Mache ich es deswegen gerne? Nein. Das ist, weil es ist überhaupt nicht bequem. Sagen wir es mal so. Und das Gleiche ist es damit. Natürlich könnte ich mich auf den Park-and-Ride stellen und könnte dann mit dem Bus 28 Minuten durch die Innenstadt donnern, bis ich endlich da bin, wo ich jetzt hin will, nachdem vor mir 100 Leute ein- und wieder ausgestiegen sind. Aber das ist einfach nicht praktisch und nicht bequem. Und da können die das noch so gut schön reden. Dann könnte man allenfalls was drehen über ja, so lustige futuristische Ideen wie kostenlosen Nahverkehr, aber das ist ja nicht geplant. Warum auch? Das würde die Sache ja attraktiv machen. Und dann würden das ja nachher wirklich Leute nutzen und dann würde man wahrscheinlich merken, dass das Busnetz überlastet ist, dann hätten wir direkt das nächste Problem. Nein, nein, nein. So motzig und merklich wie die Leute vor Ort jetzt im Moment sind, ist das erstmal gut. Das ist wenigstens ein Programm, was wir kennen, als Stadt und Gemeinde und Verordneten und hast du nicht gesehen. Und ja, wenn wir das beheben würden, würde sich ja nur ein anderes Problem aufzeigen. Deswegen hält man da relativ die Füße still gefühlt. Muss man ja der Nettigkeit und der Ernsthaftigkeit halber auch dabei sagen, gefühlt. Es fühlt sich so an, als würde man da die Füße stillhalten. Ich möchte nicht dass der verdammt, ich krieg die Worte gerade überhaupt nicht zusammen. Vielleicht habe ich immer noch einen Kopf, der ein bisschen zu dick ist. Möchte nicht ausschließen, dass da nicht doch irgendwo jemand gerade in diesem Moment irgendwo in einem Büro sitzt und da einen ganz tollen Plan ausarbeitet, wie man denn zukünftig das Ganze so absolut optimal lösen könnte. Ob der Plan dann nachher aufgeht und ich nenne es mal praktikabel sein wird, sei mal dahingestellt, aber nein. Mir fehlt einfach die Fachkenntnis und der Einblick in den Büroeintrag der Menschen, die bei der Stadt arbeiten, um zu sagen, dass die untätig wären. Das wäre nicht fair. Ich kann allenfalls sagen, wie es sich für mich anfühlt. Mehr. Alles, was darüber hinausgeht, wäre eine Behauptung. Eine bösartige Behauptung. Und das möchte ich nicht. Nein, nein, ich möchte auch nicht, dass jemand schlecht über mich redet. Ich meine, das Thema hatten wir ja nun schon. Bin ja Sys-Admin in einem Büro des öffentlichen Dienstes. Und, jo. Ich habe Freunde und Bekannte, die, wenn sie die richtige Laune haben, durchaus mal einen frechen, kecken Spruch in meine Richtung, bringen, der darauf abzielt, dass ich ja durch meine Anstellung im öffentlichen Dienst quasi kaum arbeiten würde und den ganzen Tag nur Kaffee trinke. Ja, wohingegen ich dann zurück erwidern kann, nein, das ist definitiv nicht so, denn ich vertrage momentan keinen Kaffee. Das beste Konterargument, was man da bringen kann. Ich nicht irgendwie Einblick bekomme und nicht sehen kann, dass die dann ganz nach die Füße hochlegen. Und ihnen alles egal ist, was man, weiß ich nicht, über Servicetelefon und so da anregt. So lang kann ich jetzt auch nicht sagen, die sind alle faul und tun nix. Aber ich kann sagen, wie es sich anfühlt. Genau, das ist der feine Unterschied. Das ist, wie heißt denn das? Da gibt's doch so ein schönes Fachwort für. Für das richtige Sagen. Und, oder beziehungsweise nicht das falsche Sagen. Jetzt hätte ich fast Polemik gesagt, aber das ist totaler Blödsinn. Das passt gar nicht in den Kontext. Egal. Ich sag mal tschüss. Ich sehe gerade,
Meine sehr schlechte Uhr zeigt an, die Folge ist vorbei. Bis zur nächsten. Tschüss.